Die P8, selbstverwaltetes soziokulturelles Zentrum in Karlsruhe. Hey, ich bin der Oliver. Hi, ich bin David. Mein Name ist Denise. Ich bin Bert. Ja, hi, ich bin der Jonas. Ich bin Armin. Ich bin Leila. Die P8 am jetzigen Standort ist entstanden aus der Halle 14, die 2011 gegründet wurde. Das P8, das besteht aus einem Veranstaltungsraum hier. Es finden im Jahr zwischen 100 und 120 Veranstaltungen statt, hauptsächlich Live-Konzerte, aber auch Lesungen, Theater. Die Leute hier arbeiten alle ehrenamtlich, sowohl was Technik wie auch Theke, Eintritt, Booking und so weiter betrifft. Dann haben wir noch den Proberaum. Da proben 5 Bands, ca. 20 Leute. Dann gibt es das Siebdruckatelier, auch Malereiatelier. Da wird viel für Bands, T-Shirts gedruckt und auch Plattencover. In der Werkstatt sind wir 7 Leute. Es können gerne mehr dazukommen. Es ist offen. Jeder kann mitmachen. Wir machen die verschiedensten Dinge dort. Metallkünstler, Wagenbauprojekte. Also es ist Raum für alle da. Das Café Noir ist auch seit 2020 mit in den Räumlichkeiten dabei. Und dort werden Workshops, Vorträge, Lesungen und kleine Konzerte organisiert. Das Kollektiv steht dabei allen zur Verfügung, die es selbst für ihre eigenen Projekte oder Treffen nutzen wollen. Nachdem wir jetzt knapp 10 Jahre selber gemachte Soziokultur vorangetrieben haben, müssen wir Mitte 2021 aus unseren Räumlichkeiten raus. Da die Mietsituation in Karlsruhe nicht so easy ist und wir auch auf jeden Euro angewiesen sind, könnt ihr uns dabei helfen. Haltet die Augen offen, guckt in der Stadt, wo Leerstand ist. Wenn ihr Geld über habt, spendet an uns. Gebt uns Bescheid, wenn ihr Tipps habt. Danke dafür und tschüss. Weichen.
im Shade. Marcel Gahlen. Hallo an den Empfangsgeräten. Vielen Dank fürs Einklicken. Wir freuen uns, ein Konzert zu spielen. Wir hoffen, Sie haben eine gute Zeit. Empfehlen Sie uns weiter. Das nächste Stück heißt Chance. Herzliche Gratulation an Tennis Borussia Berlin zur 239. Meisterschaft, die heute erkämpft wurde. Es war knapp, mal wieder. War richtig knapp dieses Jahr. Und von meiner Seite und Marcells Seite vielen Dank an alle vom P8 und externe Mitarbeiter, die heute hier sind, um sich uns anzunehmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Wahnsinniges Feedback hier im Raum. Hier sind viele. Danke. Hier wird geraucht und wir machen ein gemischtes Set und jetzt folgt ein Stück von mir, Helmut Lampshade aus Karlsruhe, hallo, hallo Karlsruhe, ich muss kurz den Bass ablegen, einen Moment. Das ganze Programm war mit Orchester gedacht, deswegen aus bekannten Gründen konnte es so leider nicht stattfinden, deswegen habe ich es jetzt ein bisschen runtergefahren. Aber ich denke, es funktioniert trotzdem. Viel Spaß. Die Folgen und Auswirkungen der Beat- und Rockmusik.
This ain't a town to steal your heart. The terrace and the blue light of the servo. The whole neighborhood's at war. Commute between the bottles and the ashtray. And I can feel the weight on every morning. I could hardly make it out of bed at all. Are you the one in charge here for a cigarette or two? Man, I don't wanna stay here. When will this all wear off? When will you tell me I can go back? We used to sing together in the car. We used to stay up late. Ein kleines Programm vorbereitet. Marcel, hast du es aufgeschrieben? Ein Fernsehtipp für später. Fernsehtipps für heute, auch wenn ihr jetzt umschalten möchtet. Meiner fängt um 22 Uhr an, ist Hollow Man, ZDF Neo, 22 Uhr. Wissenschaftler nimmt ein Mittel, wird unsichtbar, aber findet kein Gegenmittel mehr. Ziemlich spannend. Und natürlich psychische Probleme, da er nicht mehr gesehen werden kann. Aber auch diverse Vorteile. Mein Fernsehtipp heute, Lethal Weapon, eine Serie, beginnt um 22.15 Uhr. Entschuldigung. Und Kabel 1. Direkt danach, wer noch nicht genug hatte, 23.15 Uhr. Zweite Folge. Schaltet ein. Viel Spaß. There's another sign, a pattern I recall from 1965. There are all kinds of words that I could hardly explain. Then I drifted away again. Yeah.
tape record and play of a children's choir singing for all the saints. And it broke me like a twig under the heaviest of weights. For the last time I remember I fell. Ist technisch alles in Ordnung soweit? Okay. Das nächste Lied heißt Tippgemeinschaft, handelt von einer Tippgemeinschaft, die schief ging. Großen Industriebetrieb. Einem nicht näher genannten Industriebetrieb. Deutschland. Genau. Tippgemeinschaft. Wenn es Fragen gibt, wir haben ein System eingerichtet, dass ihr im Chat Fragen stellen könnt. Die werden an uns hier weitergeleitet. Da kommt ein kleiner Hase, dann wird es an den Nacken gebunden. Der hobbelt hier auf die Bühne und überbringt die Frage. Also bitte. Geben Sie dem Hasen eine Chance. Viel Spaß. Wir von der B-Schicht, wir können uns nicht beklagen, denn wir sind ein exzellentes Team.
noch zusammen, denn wir haben dasselbe Gemeinschaft. Wir gehen über Leichen, um zu bekommen, was uns gehört. Koeffizienten haben wir berechnet und gebetet, dass es gehen, meine Damen und Herren. Danke sehr. So schnell kann es gehen. Vielen Dank. Jule. Marcel. Mir geht's ausgezeichnet. Was war richtig gut heute an dem Tag, bis jetzt, abgesehen vom Konzert? Ich habe heute bei Marcel übernachten müssen, weil der Ausgangssperre stattfindet. Und wir haben geübt bis 20.30 Uhr circa. 22.30 Uhr. Und dann konnte ich nicht mehr nach Hause fahren. Dann habe ich da übernachtet. Bei Marcels Mama im Keller. Da habe ich ein eigenes Zimmer schon. Und Papa. Entschuldigung. Dieter. Entschuldigung. Und habe dort ausgeschlafen und habe einen wahnsinnigen Traum gehabt. Tatsächlich hat es so stattgefunden heute Nacht. Und zwar habe ich geträumt, Marcel und ich haben schon lange eine Band, seit 20 Jahren circa. Und ich habe geträumt, wir hätten einen Gig und wir waren die Vorband vor so einer Band wie Journey, nur richtig abgehalfterte Dudes. So, ich sag kein Alter, aber so, wo man so denkt, jo, okay. Und das war eine Riesenbühne, Festival, wir waren die Vorband und dann habe ich zu Marcel gesagt plötzlich, scheiße, ich habe die Gitarre vergessen. Hatte ich keine Gitarre dabei. Schon alles aufgebaut, Roadies, Kabel gesteckt und ich ohne Gitarre. Und dann habe ich den Sänger der Band, die vermutlich Journey oder Status Quo, irgendwie sowas, der hat mir dann so eine Gitarre gegeben und gesagt, nimm die. Und das war aber so eine mit so einem Funkempfänger mit so 1000 Aufbauten. Und ich dachte, scheiße, das kann ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ey Marcel! Und dann bin ich aufgewacht. Und dann lag ich um 10 Uhr morgens in Erlenbach im Bett bei Marcels Mutter. Voll und habe gedacht, scheiße, ich spiele bei Rock am Ring und habe keine Gitarre dabei. Das war meine Nacht. Aber war eigentlich ganz nett. Super. War aufregend, aber schön. Genau. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Bitte. So war es passiert heute Nacht. Ich trinke einen Schluck Bier, dann spiele ich einen Song, der heißt, wir spielen einen Song, A Race. Und zwar handelt der, ich habe mal in Kassel gewohnt
Und in der Straße, in der wir gewohnt haben, ging einer monatelang in einem Bademantel, im tiefsten Winter Bademantel, Schläppchen, ich weiß nicht, ob er eine Badehose anhatte oder einen Anzug, irgendwas. Und der ist da immer auf und ab gelaufen. Keiner wusste genau, was der vorhat. Aber ich fand ihn irgendwie sympathisch und dann habe ich ihm das folgende Lied geschrieben. Ist ein alter Song. Den könnt ihr auf meinem Best-of-Album Julian Baetz, The Greatest Hits, heute, ab heute erwerben. Ja? Ja. Sind wir soweit? Ja. Ich trinke noch einen Schluck Bier, gell? Das wollte ich. Und wie gesagt, bei Fragen, dann hoppelt das Kaninchen hier hoch, überbringt uns das kleine Zettelchen und dann lesen wir die Frage vor. John Slodo, hi. Hier in die Kamera. Hi, John. Wie geht's? Und John, ha? Bist du auch online? Soll ich ja nicht mehr so viel surfen eigentlich? John, eigentlich haben wir gesagt, nicht mehr so viel Internet. Hallo Adrian. Der Marcel ist hier nur reinprojiziert, der ist aktuell in Hamburg. Genau. Wir haben ein Hologramm erzeugt. Das ist relativ einfache Technik, zwei Röhre. 50 Euro seid ihr dabei. Mit einem alten Fender-Amp haben wir das gebaut. Spielen. Spielen. Okay, seid ihr bereit? Danke. Eins, zwei, drei, vier. The trail must stop the errands. The few was gold. Yet stand still. The hours he threw cobblestone streets. Those battered cars pull tight the curtains. Past the binoculars. Bademantel. Und was war heute richtig schlecht an einem Tag bis jetzt? Also abgesehen vom Konzert, das war natürlich super bis jetzt. Aber weil ich vorhin auch gesagt habe. Im Traum oder hier? Genau. Super Konzert. Gut, schlecht. Ja. Ich habe ein altes, kaputtes Auto und da löst sich so, ich weiß gar nicht, für was es ist, eine Zierleiste an der Tür außen. Langsam, mit dem Rauch, ich vertrage das nicht, ich reagiere allergisch. Das hatte Zierleiste an der rechten hinteren Tür, die löst sich immer. Ich habe versucht, mit allen möglichen Mitteln das zu beheben, aber es geht leider nicht. Und heute hatte ich auf meiner To-Do-List Zierleiste, rechte hintere Tür wieder ankleben. Aber es war alles so eng,
time-mäßig, zeitmäßig, dass ich das nicht geschafft habe. Das war sehr negativ. Das hat mich geärgert. Das ärgert mich jetzt gerade. Im Moment. Ja, okay. Ich gehe jetzt raus und repariere das schnell. Danke. Das nächste Stück geht an die Stadt Konstanz, in Konstanz, am Bodensee. Der See, tatsächlich in See Englisch Bottom Lake heißt. Stimmt, oder? Warum auch nicht? Ja, schöner Name, Bottom Lake. So heißt auch mein neues Album. See des Bodens, Julian Betz. Viel Spaß. Super Film, kann ich sehr empfehlen. Weihnachtsfilm. Läuft heute um 23:15 Uhr auf Kabel 1. Wie hieß der Weihnachtsfilm mit dem Bernardina? Oder was es war? Das ist krass, ja, Willy Wuff. Ich weiß, hieß der Willy Wuff? Oder eine Familie aus Beethoven haben wir letztens. Nee, das ist aber nicht. Das ist vielleicht eine Frage an die Community da draußen. Kann das jemand beantworten? Film aus Germany, glaube ich. Und geht ein Weihnachtsfilm, ein Hund. Entweder kann sprechen oder schafft es auch so, die Familie irgendwie zusammenzuhalten. Kommissar Rex. Nee, der kann auch nicht sprechen, oder? Feiert Weihnachten. Ganz privat. Hallo Adrian. Hallo Adrian. Liebe Grüße zurück nach Hamburg. Du Perle. Der Natur. Der Natur. Dankeschön. Ja, und auch Grüße an die lange Nacht der Stadtnatur. Stadtnatur in Hamburg. Ein toller Club. Event. Sehr gutes Event. Das nächste Lied heißt Chico und das Outfit wurde in dem Video zu dem Lied getragen. Fass mich nicht an. Okay. Und Jule hat sich gewünscht, dass wir es anziehen heute.
Und ich habe gesagt, jawohl. Und dann haben wir es angezogen. Und jetzt spielen wir auch noch das Lied. Wahnsinn. Bereit? Moment. Ach so, ich... Misha Q. Okay. Ja. Let's do it. Was soll ich anziehen, wenn ich ihn sehe? Heute Abend in der Spielothek. Er kommt mit rund und ist gut drauf. Es ist neu, wir liegen Scherben. Was man sich erzählt. Drei Melonen im System. Vielleicht die Lösung des Problems. Ich sitz bei ihm, er flüstert mir zu. Seine Mutter nie sieht. Das ist Chico, wer bist du? Das nächste Lied heißt Kinder außer Kontrolle und handelt von zwei Kindern, die außer Kontrolle geraten sind, im Bayerischen irgendwo. Kann man nachlesen im Internet. Und das Schöne ist, dass Jules Kinder damit singen. Man hört die auch gleich. War mir eine große, große Freude. Armin und Bruno. Shout out. Tatsächlich haben die, der Artikel, Marcel hat mir den Artikel gezeigt und dachte ich, das erinnert mich an zwei Kinder, die ich sehr gut kenne, nämlich meine. Und der nächste Song, tatsächlich ist in der Bridge ein Teil gefeatured, das hört man noch gleich. Die ersten Leseversuche meines Sohns habe ich direkt vermarktet und sind jetzt auf Schallplatte erhältlich. Bei, wo kann man die erhalten? Minternet. Wo genau? www. Und dann Google bekommen. Googeln Sie es. Also überall, wo es Tonträger gibt. Ja. Vielen Dank. Super, freut mich sehr. Das schnappt mir deine Familie nach und nach. Und Marcel hat dann, ich übernehme die Familie Pets. Bevor die Platte gepresst wurde, hat er mir alle Daten geschickt, gemeint, überprüft die Namen und so. Habe ich gesagt, ja, das passt schon. Und jetzt sind die Nachnamen alle falsch geschrieben, tatsächlich, weil ich nicht genau geguckt habe. Tut mir oder leid. Weil du es nicht wusstest. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich wusste nicht genau. Kinder außer Kontrolle. Viel Spaß. Marcel. Entschuldigung. Das Gerät spielt verrückt. Thank you.
Autos unserer Nachbarn und dann fahren wir bis ans Ende dieser Straße. Danach fluten wir die Keller und dann sprühen wir unseren Namen mit Lack an ihre Wände. Uns braucht niemand zu verzeihen. Uns kann niemand was verbieten. Uns braucht niemand zu verzeihen. Eine Schneise der Verwüstung markiert uns zu dem. Euer Carport steht lichterloh in Flammen. Wir schauen links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und noch geradeaus. Aus der Ferne hört man Einsatzwagen kommen. Nein, wir können nichts dafür. Uns kann niemand was vermieten. Die Erfahrung. War sehr emotional. Für mich war der Song jetzt speziell. Doch ja, tatsächlich. Aber du möchtest gar nicht so genau drauf reingehen. Kannst du kurz überbrücken? Ich muss kurz stimmen. Es dauert kurz leider. Vielleicht das, kannst du erzählen, was so relativ mittelmäßig war heute. Heute? Ja, was war ganz normal heute? Normal? Ja. Normal war, dass ich aufgewacht bin bei Marcells Mutter im Keller und dachte, wow, 10 Uhr, ich habe massig Zeit, alles vorzubereiten. Vielleicht spiele ich das ganze Set nochmal durch, baue alles auf, baue es wieder ab. Ich dachte, easy, ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit der ganzen Zeit. Bis ich dann in Karlsruhe war, in meiner Wohnung, war es 1. Dann dachte ich, okay, zum Glück habe ich nicht gedacht, ich baue das alles nochmal auf und nochmal ab, weil das hätte schon gar nicht gereicht. Dann hatte ich so eine lange Haushaltsliste, zum Beispiel das Auto, das quasi zum Haushalt mit reingerechnet wird. Und dachte schon, wow, das wird knackig. Und um 15.45 Uhr war die Abholung von Marcel. Und ich habe den Marcel so oft versetzt in den 20 Jahren. Die letzten 10 Jahre nicht mehr so oft. Oder eigentlich gar nicht mehr. Nicht mehr regelmäßig. Nicht mehr regelmäßig. Und dann dachte ich, auf gar keinen Fall will ich heute zu spät sein, wenn der vor der Tür steht. Und dann war es so knapp wieder alles, dass ich quasi um 15.50 Uhr aus dem Haus gewackelt bin mit den Instrumenten und alles,
Und es war doch wieder knapp. Also Leute, wenn was Wichtiges ist, wie eine Prüfung, nehmt euch Zeit. Nehmt euch die Zeit, weil das ist eure Zeit. Und die gibt's nie wieder zurück. Die kann euch keiner mehr zurückgeben. Die kann man auch durch Geld nicht aufwiegen. Und damit... verspottet uns hier der Rauchmelder. Das ist für die Dramatik. Das ist per MIDI gesynkt, die kann ich jetzt abfeuern. Die hassen uns. Alle hassen uns hier. Geht's noch? Sind wir noch gut? Sind wir noch drauf? Ist noch Akku? Haben wir noch genug Akku? Ja? Zwei Lieder gibt's noch. Beim nächsten geht's um jemanden, der Jahrmärkte auf- und abbaut. Wir dachten auf dem Messplatz in Karlsruhe. Ja. Ich verkaufe alles, heißt es. Moment. Spielen wir's mal vor. Ich baue auf, ich baue ab am Montagmorgen. Ich bin weder mobil noch im Verein, ich bleib zu Hause. An der Kreuzung stehen sie Schlange und halten Taxen an, die sie in Städte bringen am Freitagabend. An der Haltestelle gegenüber wird getrunken und geraucht, weil keiner allein sein kann. Ich habe war schon immer hier. Die Küche und das Bad, der Tisch, die Lampen und der Schrank. Viel mehr als ich brauche, das macht mich verrückt. Es gab dieses Märchen, in sie war ich verliebt. An der Kreuzung stehen sie Schlange und halten Taxen an, die sie in Städte bringen am Samstag. An der Haltestelle gegenüber wird getrunken und geraucht, weil keiner allein sein kann. Ich verkaufe alles im nächsten Jahr. Ich verkaufe alles im nächsten Jahr. Liebe Gemeinschaft, ich möchte diesen Tag abschließen mit einem Stück, das ich auf der Heimfahrt von Südfrankreich entwickelt habe. Es handelt von einer Tankstellenangestellten. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil es mir ist noch zu emotional. Vielen Dank für alle, die hier waren und hier hart gearbeitet haben. Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr das sehen könnt, wenn man die Kamera einmal drehen könnt, ohne dass jemand stolpert. Hier sind wirklich Leute am Arbeiten, während mir hier Muschnitt. Aber Achtung, Achtung Leute. 2, 3, 4, 5, die wirklich nur für euer Vergnügen hier sind. Und deswegen unterstützt Läden wie das P8 und folgende. Und alle, die hier Kultur machen, so wie mir. Hochkultur machen, so wie mir. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank.
Einen schönen Abend. Sehr schön. An alle, meine ich. Ja, ich auch. Das war ein schöner Abend. Einen schönen Abend an alle. Stimmt. TV-Tipps haben wir durchgegeben? Jawohl, vielleicht Radiotipps? Radiotipps? Ich höre ganz gerne SWR 2, Wissen. Sehr gut. Ja, und du so? Big FM. Ich lese gerne Comics. Im Radio. Im Radio. Also was ich gut finde, ich mag Zeitverbrechen. Das kann ich jedem empfehlen. Klick doch mal rein. Finde ich gut. Spannend. Ist verrückt. Ist mir persönlich zu heavy tatsächlich. Bin ich zu zart beseitigt. Das ist wirklich so. Ich kann damit nicht umgehen. Okay. Viel Spaß. Einen schönen Abend. Take it easy, altes Haus. Internet. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Viel Spaß mit Hollow Man und Lethal Weapon. Fühl dich mal am Abend. Ja. Tschüss. Tschüss. Geht doch nicht.
dann mit diesem Tisch. Ja, gut. Vielen Dank.